Pegel Talbot sitzt da an der Seite. So, nochmal Raka. Kasim. Der Magier Erasmus braucht die Monolithensteine für seinen Reaktor. Kasim, nix Steine. Du lügst doch. Du hast sie doch bestimmt irgendwo versteckt. Gaga, Homie. Nix mache Versteck. Kasim, ehrliche Gnom. Na schön. Dann hole ich mir die Steine eben selbst. Hm? Wie das? Du nix wisse, wo Steine. Glaubst du? Ich habe vorhin ein paar Gnome mit deinen Monolithensteinen spielen sehen. Oh nein. Ich meine, mich nicht interessieren. Na klar. Möchte ich wetten. Homie, jetzt geh. Kasim hat zu tun. So, mal sehen, ob der Kleine angebissen hat. Ich muss ihm jetzt nur noch folgen, wenn er losgeht und dafür sorgen, dass er mich nicht erwischt. Ist er das überhaupt? Die sehen aber auch wirklich alle gleich aus. Neuquest: Kasims Beschattung. Was soll das, schleichen? Nee, wir machen hier nur einen kleinen Spaziergang. So. Na, Magnus. Ja, passt aber auch auf, ne? Was macht er denn da drinnen, Sommer? Ach so. Da ist ja dieser Hinterausgang. Da hinten. Da ist so eine Truhe. Omi, nix folgen, Kasim. Kasim, jetzt gehen wieder nach Hause. Nix da. Das könnte dir so passen. Ich hab dich erwischt. Da ist also dein Versteck. Ah, Kaka. Du von mir aus plündere Truhe. Nur nix schlage, Kasim. Ich gehe auch schnell nach Hause. So, Questerfolg Kasims Beschattung. Na, Kasim. Das tut mir jetzt ja auch ein bisschen leid für dich, aber wir müssen das so machen. Wir haben hier zweimal Monolithenstein, Fackel und Kugel. Questerfolg Kasims Versteck. Wir bleiben erstmal eben hier beim Lager. Miluk, nix mehr Blabla. Homie, lass mich in Ruhe. Na, okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem Erasmus. Beziehungsweise, jetzt müsste ja der Aufpasser hier irgendwie beim Armdrücken sein, ne? Ja. Downs. Geh weg. Ach so. Falsche Uhrzeit. So, mit Zark hier haben wir. Mit Roderich haben wir auch schon. Gehen wir mal zum Erasmus. Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sondern hier mal mit Magnus mal im Quatschen hier. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Gadi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Jo.
Unter dem Brunnen des Lagers hier gibt es vielversprechende Kristallvorkommen. Ja, natürlich. Sie sind Teil des Reaktors, an dem die Magier arbeiten. Die Kristalle da unten sollten besser bleiben, wo sie sind. Verstehe. So, dann haben wir jetzt alles erledigt, oder? Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Ja, die einen erfreulich, die anderen eher weniger. Wie auch immer, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Gute Arbeit. Mein erster Eindruck von dir war ja eher... Na, sagen wir, du hast durch deine Leistungen überzeugt. Welche Entlohnung wäre für deinen Dienst angemessen? Na, nur mal so nachgefragt. Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens, wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens, als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens, du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens, du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Nee, noch nicht. Wir überlegen uns das. Wir wollen ja erstmal nochmal nach Kalador. Und da uns auch mal eben umschauen. Hier reden wir mal mit dem Erasmus hier. So, pass auf. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ha, das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Eile ist geboten, junger Mann. Wo ist denn... So, Questerfolge Lügen haben kurze Beine. Also das heißt, wir haben jetzt im Prinzip den Auftrag, die dort einzusetzen. Ne? So habe ich das jetzt verstanden, aber das muss ja nicht sofort sein. Wir haben ja auch noch gar nicht alle von den Monolithensteinen gefunden. 3 Stück sind das, ne? Sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt gehe ich jemand anderem auf die Nerven. Einmal Wurfdolch, 57 Gold, 2x Jadestein. So, hier haben wir noch ein Lagerfeuer, da können wir uns noch mal ein bisschen was brutzeln. Gut. Ich meine, da oben waren wir auch noch nicht komplett, ne? Müssen wir nachts mal herkommen. So, ich meine, wir haben jetzt hier erstmal einen ganz guten Start hingelegt auf Taranis. Wie gesagt, das mit den Kristallen hier, das ist das Reich der Schatten. Mal einen kurzen Überblick verschaffen hier über die Quests. So, da haben wir hier Privatvorrat. Das war nämlich das mit den Kristallen, genau. Agila meint, dass es bei den Magiern Nerga, Lumborg und Faruko was zu holen gibt. Das haben wir geholt.
Aguilar gab mir den Tipp, bei den Magiern nach Kristallen Ausschau zu halten. Dazu sollte ich mir ihre Truhen im Haus der Magier näher ansehen. Ja, okay, das heißt, sollen wir mit dem Aguilar nochmal reden? Weil, weil die Quest ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? Ich red mal mit dem Aguilar. Ich meine, dass der ja hier rumstand. War das nicht er hier? Genau. Was den Kristallvorrat der Magier angeht, ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum, sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Ja. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. So, den Feinschmecker, da müssen wir noch ein bisschen was organisieren. Den Pilzsammler, das war hier, der dort bei dem Schattenreich saß. Der Schatz am Strand von Taranis. Dann haben wir noch Zakis Aurikulki. Das könnten wir auch mal eben erledigen, ne? Zaki, mit dem haben wir ja irgendwie schon gequatscht. Das ist ja hier... Der hier, ne? Moment. Nee. Hier er, ne? So, pass auf. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zakir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruko. Jetzt braucht Zakir neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zakir ist schlauer als jeder Homie. Aber... Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur, wenn niemand guckt. Zakir will ja nicht teilen müssen. Na gut. Na, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir hier... Genau, den Schatz, ne? Den will ich mir auch mal eben markieren. Den könnten wir ja noch holen. Und zwar, ach, das ist da oben, ne? Da haben wir ja auch hier einen Monolithstein. Den haben wir ja bereits gesehen, als wir... Nee, wie war denn das? Nee, den haben wir noch nicht gefunden. Wir könnten das mit den Monolithensteinen ja schon machen. Den haben wir ja gefunden.
den hier, da hatten wir den Leviathania erledigt. Und der hier. Da müssen wir mal eben sehen. Da war ja hier der andere Schatz. Und da sind wir dann hier aber noch nicht weitergegangen. Na, das könnten wir ja noch mal machen. Und vorher vielleicht hier den Schatz holen. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal diese Strecke noch mal eben ab. Und da könnten wir uns ja dann vielleicht ja auch noch hier diese Höhle ja noch anschauen. Hier die hier. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie reinkommen oder hier hinten rum. Dann machen wir eben diese Strecke nochmal eben hier mit dem Schatz. Ich weiß auch gar nicht, da müsste man wahrscheinlich hinschwimmen können, ne?